zur Menge. Wo bin ich denn jetzt? Edward, du hast eine Mikrowelle. Hallo? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Niederzulanden. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Diese Templer. Sie steuern unsere Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte. Was zum Teufel machst du denn? Du kannst doch jetzt nicht weiterarbeiten. Gut. Könnt ihr lesen. Die 1. Also, wir sind wieder in Abstergo. Das ist ja interessant. Auf Notiz 14. Ah, Hitman. Von adeliger Abstammung bis edlen und mit edlen Absichten stieg Robert de Sable im Jahr 1191 zum Großmeister des Templerordens auf. Seine Amtszeit war kurz, aber sein Einfluss war groß. Er kämpfte an der Seite von Richard Löwenherz. Er belagerte die Stadt Akon und zerstörte Saladins Hierarchie, während seine gesamte Amtszeit wurde von Assassinen verfolgt, bis ihn schließlich einer der namenlosen Übeltäter zum Märtyrer machte. In Kürze werde ich tatsächlich aufhören, weil
jetzt sogar meine Stimme anfängt auseinanderzubrechen, dann brauche ich gar nicht erst aufnehmen. Denn das nächste, was ihr dann hört, ist. So, wo soll ich denn jetzt hin? Möglich da, wo die nicht die Mission stattfindet. Da, ne? Ja, da gehe ich hier lang. Ach ne, da kam ich her. Dann gehe ich da. Oh, da. Oh, hi. Das hier auch nicht stören, ne? Da war ich schon. Hier war ich, glaube ich, auch, ne? Ne, hier war ich noch nicht. Hier ist auch einer. Oh Gott. Also gut, hör zu, ich betrete jetzt den Server auch. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Nee, bitte nicht. Juno ist die Rede. Die kennen wir aus dem dritten Teil. Ist ja gut. Gut, ich muss wahrscheinlich da lang. Der ist mit Miles, der ist tot. Und ihr könnt auch noch wegflippen.
Alles klar. Hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Wenn du das sagst. Gott, wo bin ich denn hier? Der internationale Datenverkehr von den riesigen Tech-Konzernen oder was? Das sind Server. Das neuronale Netzwerk von Abstergo oder wie? Das ist ja interessant jetzt. Okay. Mal gucken. Ach, schon wieder sowas. Freue mich nicht, wie ich das so schnell hinkriege, aber ich krieg's hin. Absent Surf 01. Remote Computer verfügbar. Alter, das sind ja super kleine Scheißpunkte. Oh. Da habe ich ja Lust drauf, ne? Mist. Extraktion erfolgreich. Abstergo Entertainment, Pirates of Nightmare International, Kontext Video. Oh, Werbung. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Black Bill. Oh,
powered by Psterco. Ah ne, das will ich noch nicht sehen, danke. Gut, wir können es wieder anschauen. Uah. Ich kann dich fühlen, Sliffer. Sliffer? Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Die hat echte Augäpfel. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten. Im Nervensystem dieser Welt. Hörst du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun, mehr Proben zu entnehmen, mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder, meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Hat er was von einem Schädel gesagt? Du Arsch, du kriegst gleich einen Einlauf. Wenn ich dich erwische. War von vornherein nicht sympathisch. Ich glaube, der arbeitet mit auf seine eigene Faust. So wie im Piratenland. Aber haben wir die Mission beendet, weil Edward scheint ja. Ah ne, der wird ja irgendwie eingefrachtet. Aber dass Juno. Dass Juno mich übernimmt. Was für ein Penner! Das ist ja ein Arsch hoch 3, ne? Das heißt, er hat mich benutzt. Lass ihn umbringen. Wenn ich die Chance habe, bringe ich ihn um. Gut. Aber, das ist ein super Cliffhanger, glaube ich, fürs nächste Mal. Dann können wir beim nächsten Mal die Mission durchziehen. Und ja, dann passt das. Dann bin ich auch wieder fitter. Hoffentlich. Danke fürs Zusehen.